Willkommen zurück, South Park, der Stab der Wahrheit. Wir sind bei Tweaks Café wieder angekommen und wir haben auch gerade gesehen, dass wir eine Nachricht von Prinzessin Kenny bekommen haben. Klick auf Gefällt mir, wenn du findest, dass ich die schönste Maid im ganzen Land bin. Also wirklich, Prinzessin Kenny, du musst das nicht ständig posten. Okay, ist also keine Nachricht, auf die wir jetzt direkt reagieren können. Aber wir haben ja im letzten Part das Päckchen von den Junkies geholt. Und das werden wir jetzt Tweak geben. Und der sollte sich dann unserem Kampf gegen die Dunkelelfen anschließen. You get it! You got the pickup! Oh, thanks, man! Dad, I finished my work, can I go play? Where's today's delivery? Right here! Yep, that's good shit. All right, Tweak, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. Grounded, like the fresh grinds of our all-organic Tweak blend, made with ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Na, ob das Zeug, was wir ihm da gerade gebracht haben, so bio ist, das ist, naja, okay. So, wir können aber einen neuen Vorteil auswählen. Tweak hat sich uns angeschlossen. Kämpfen oder fliehen. Blutrausch. Bewirke zusätzlichen Schaden bei Feinden, die bluten. So. Extraschlag. Dein erster Angriff in jedem Kampf bewirkt zusätzlichen Schaden. Brauchen wir auch nicht. Nötige Brutalität. Ah, die Gesundheit erhöhen. Das klingt gut. Aufwertungen haben wir noch keine. El Gore, der sich weiterhin hinterm Busch versteckt. Und jetzt wartet schon wieder der nächste Kampf auf uns. Mal sehen, ob das Update uns was bringt. Wow, One Hit könnte man jetzt sagen. Und Butters haut mit dem Paladin-Hammer wieder zu. Oh, I'm sorry. Butters blutet. Jetzt reicht es, wenn wir mit dem Zauberstab zuhauen, dann haben wir gewonnen. Sehr schön. Gibt natürlich alles, all the loots für uns. Oh my God. So, gucken wir mal auf unsere Questliste. So, suche Craig in seinem Haus. Das ist unsere nächste Aufgabe. Und Craigs Haus befindet sich, wollen wir mal nachgucken. Wahrscheinlich genau am anderen Ende der Stadt. Jawohl, das dachte ich mir. Wo ist denn unsere nächste Schnellreiseroute? Das müssen wir wahrscheinlich einfach nochmal ein Stückchen zurück. Da ist unsere Bushaltestelle. Und mal gucken, wie weit wir reisen können. Wir können bis hierhin reisen. Dann geht es nur noch ein Stückchen nach links und wir haben neue Nachrichten. Artikel? Woher du weißt, dass du verfolgt wirst? Abhörgeräte? Wem kannst du trauen? Sind die Eltern eingeweint? Ah, das wollte ich gar nicht posten. Wie lösche ich das? Feuerherrsche 2 ist draußen, Jungs. Die haben 250 Millionen dafür ausgegeben. Das wird echt genial. Den würde ich mir auf jeden Fall angucken. Der neue Terrence und Philip Film. Oh, Vogel da oben? Ah, vor den Elfen laufen wir einfach mal weg. Wir haben einen anderen Auftrag. Wir müssen zu Craigs Haus. Welches ist es denn? Ah, das braune. Noch zwei Häuser weiter. Once I got beat up behind that house. Tja, das hat dir nicht gefallen, Kumpel, hä? Ne?
prügel hier alles, was es gibt. Oh, wir sind sogar schon zu weit gelaufen. Stückchen zurück, aber den Schnellreisepunkt schnappen wir uns hier noch. So, da, das ist es doch. Looking for Craig? Well, he can't play. He's in detention. Something about flipping off the principal. Oh no, Craig's in jail. We gotta go tell the Grand Wizard. Oh. Er kommt also nicht spielen und diese böse Nachricht müssen wir jetzt unserem Großmeister mitteilen. Ob ihm das so gefällt, finden wir es jetzt mal heraus. Ansonsten furzen wir ihn einfach an. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break out our thief, douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragonshout. Oh, wir lernen den großen Drachenschrei. Das kann spannend werden. Gucken wir uns da mal an, was uns der Großmeister jetzt für Tricks zeigt. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fart. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout! Whoa! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout! Find the frequency. Hold. Hold. My god, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that solch ein stürmischer Zauber. Could it be that the dragon won't come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Ah, wir sind der Drachengeborene. Ah, verstehe. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Sorry, Princess Kenny, that wasn't it. Just one more second. Oh, das war nix. Nochmal. Boah, das hat gesessen. That was fucking hilarious! That was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, okay. Asshole habe ich noch rausgehört bei Kenny. Don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Okay, wir haben den Drachenschrei gelernt. Wahrscheinlich kommt später noch der braune Ton, das wäre super. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. So, in der Zwischenzeit können wir uns bei meinem Scottmärchen mal gucken, was wir für neue Waffen kaufen können. Hammer des Noobs. Oh, der Winterstab. Ja, geht erst ab Level 8. Okay, noch gibt's nichts Neues. Aber wir können erstmal hier gucken, was wir hier so verkaufen können. Na, ja, die Sachen, die brauchen wir alle. Tränensäcke, die brauchen wir nicht. Zauberer und die Perücke brauchen wir auch nicht. Ah, die zwei Sachen behalten wir mal. Und Kram können wir vor allen Dingen verkaufen.
$2 für eine Okama Games hier, okay. Eine Philip Action Figur, den ganzen Kram können wir also wirklich verhökern. Haben wir ja fast $10 gemacht, super. Jetzt begeben wir uns auf die nächste epische Mission. Und oben sehen wir auch, dass eine neue Aufwertung verfügbar ist. Gucken wir mal rein. Für unser Drachengebrüll, da ich den Schlaf nicht einsetze. Das werde ich aber gleich mal machen. So. Von der Grafik her erinnert mich dieses South Park doch stark an das aktuelle South Park. Zumindest so, wie es jetzt in den Staffeln 16 und 17 ist. Allerdings findet man immer mal wieder kleine Gimmicks, die doch an die alten Zeiten erinnern. So, jetzt ist die Frage. Jetzt müssen wir unseren Quest auswählen. Begib dich zur Schule und finde Craig. Gut. Das heißt, wir brauchen wieder eine Schnellreiseoption. Derzeit können wir gucken, ob hier irgendwie mittlerweile was drin ist. Scheint aber nicht so. So, wir können bis zum Haus der von Butters. Greeley heißen sie, glaube ich, mit Nachnamen. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ach gar nicht, das ist ja die Mall, nicht die Schule. Wo haben wir denn die Schule? Da ist die Schule. Habe ich mich doch glatt verguckt. Ja, sieht aber so ähnlich aus. Aber wir haben bei der Schule dann zumindest die Chance, auf Mrs. Garrison zu treffen. Schnellreisefunktion ist ganz lustig hier in der Stadt. Auf geht es. Na, da warten wieder ein paar Elfen. An denen huschen wir jetzt einfach vorbei. Alle Mädels stehen hier mit ihren Smartphones. Und er hat sich wieder einen Schneemann gebaut. Im letzten Part haben wir den umgehauen. Da haben wir Craigs Haus. Da ist die Polizeistation. Community Center. Die Rentner haben gerade kein Meeting. Sieht zumindest so aus. Da ist die Schule. Craig, this is detention. Okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy. Okay? Whatever. Okay. But don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar and I'm a level 6 thief and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker and you're in detention. Now start doing your homework. Okay, I've got all the doors sealed and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Okay. Alles klar. So, gehe zur Cafeteria. Wir kommen also nicht so einfach durch. Aber wir betreten jetzt erstmal durch den Haupteingang die Schule. Wir gehen freiwillig in die Schule, das ist super. Oh, da kommt die Gangaufsicht. Während mich gerade Squid King the Cook Farmer hinzufügt, alles klar. Stay away from the doors. One step towards those doors and I will be forced to write you up. Was will der? Ah, ein Kampf will er. Ah, Mana 40. Ah, wir haben nicht genügend Mana, leider. Können wir einen Mana-Trank trinken? Ich glaube, wir haben gar keinen. Schade. Atem des Drachen. So, damit haben wir kurz einen Prozess gemacht. Der Dog wäre bestimmt um einiges gefährlicher geworden. Beamte am Boden. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention.
I'll be out of here in 10 minutes. Careful, douchebag. This dungeon holds many secrets. For centuries, these halls went unmonitored. But then the evil overlord Mackie rose an army of gingers to protect his precious after-school detention. Now these minions lurk the halls, terrorizing and suspending the innocent. Da ist zu. Zerknülltes Papier. Nee, scheiß Rotschopf. Oh, Lehrerzimmer. Was stelle ich vor ein Feuer, um den Dranschall drauf zu wirken? Halte G gedrückt und lasse los und Dranschall zu entfesseln. Oh, erstmal können wir hier einiges mitnehmen. Wow! Das hat gerade ganz schön geknallt. Da wartet die Cafeteria auf uns. Because I've hidden the key somewhere and you'll never find it in my office. Oh, damn it. Ah, da ist abgeschlossen. Okay, wir müssen zu Mr. McKay's Büro. Experimentiere mit der Umgebung und sieh, was geschieht. Where's your hall pass? Ah, Mist, der hat uns doch gesehen. Boah, der hat ein Messer in der Hand. Nee, eine Schere. Jetzt haben wir jetzt genügend Mana. Nein, leider immer noch nicht. Aber wir hauen ihn mit dem Blitzzauberstab. Hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Der hält gut was aus, der Kollege. Aber dafür kommt jetzt Butters Hammer der Gerechtigkeit zum Einsatz. Das hat doch mal super gekrittet. Und jetzt ist es wieder Zeit für unseren Atem. Legend says there's a sixth grader hall monitor who has a zillion freckles and a clipboard made of human bone. They say he has a freckle for each kid he's suspended. Okay. Kampf abgeschlossen. Wie wir jetzt zu Mr. McKays Büro kommen, das erfahren wir im nächsten Part. Schaltet wieder ein, es geht spannend und vor allen Dingen lustig weiter.